Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's und Spiel Civilization 5. Ich habe gerade ein paar Nüsschen gegessen und bin jetzt braintechnisch wieder ganz vorne mit dabei. Beim letzten Mal haben wir uns im Hinterkopf behalten, Palenque anzugreifen. Ich meine, die haben Armbrustschützen. Keine Chance gegen unsere Gatling-Kanonen und so. Und Babylon langfristig. Von daher habe ich hier letztes Mal hier so aufgestellt. Und jetzt, wo ich sehe, womit wir hier arbeiten können. Ey, ich muss nach Palenque hoch. Ich muss nach Palenque hoch. Ich muss. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Naja, auf jeden Fall drückt die Daumen, dass wir hier so schnell wie möglich irgendwie hochkommen. Wir werden nun mal hochschicken, was so geht. Das hier ist ein Landsknecht, ne? Und den können wir zu einem Lancier für 290 Gold. Zum Lancier? Okay, I guess. Naja, damit haben wir wenigstens eine gute Verteidigungseinheit gegen Ritter, falls wir gegen Ritter kämpfen sollten. Ihn hier lasse ich mal noch auf dem Gold stehen. Kann man immer gut gebrauchen. In Amsterdam schreit mich die staatliche Hochschule an. Ja, wir bauen sie. In Utrecht. Brauchen wir noch mehr Einheiten? Schützen haben wir jetzt richtig viel. Dann lass uns noch eine Kanone mitnehmen. Oh. Ach, ein Lancier ist ein besserer Ritter, nicht wahr? Der dann später zu einem, zur Kavallerie hoffentlich abgegradet werden kann. Das schauen wir uns gleich mal an. Dann würde ich, ja doch, eine Kanone brauchen wir noch. Die können wir dann zur Artillerie upgraden. So weit, so gut. Und dich können wir noch upgraden. Zitronen gegen Gold. Nein! Wir werden nicht mehr traden. Die Zeiten sind vorbei. Wir können auch Tikal befreien, wenn wir dann Babylon eingenommen haben. Oh. Ah, Musketier, okay. No problemo. Hat er ja was vor? Ah ja, hier, der Speer soll ja spähen. Hat er gar nicht mehr. Ich komme mal lieber hier rüber und guck mir das an. Okay, alles gut. Ich mag doch nicht zu nah rangehen, damit er nicht denkt, wir planen da was. Was wir auch tatsächlich nicht machen, ja. Okay, dann so rum, übers Meer, von mir aus. Perlen gegen Sexgoldbrunde, wie was mit Perlen gegen Baumwolle. Perlen und drei Goldbrunde und offene Kranzen. Komm, schmeißt du auch noch offene Kranzen rein. Fünf Goldbrunde. So, du bist prinzipiell gegen das Konzept von offenen Kranzen. Na gut. Von mir aus. Mir fällt gerade auf, dass die komplette Bucht hier ja von uns abgeriegelt werden kann, wenn uns der starke Arm das will. Pakal, Pakal, Pakal. Du gehst auch hier rüber. Und dahin. Und dahin. Uiuiui, das wird jetzt lange dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Aber so ist das nun mal. Medan kann. Ja, noch eine geile. Wenn das hier so ein bisschen was Neueres wäre, ja von mir aus. Aber da braucht doch mal eine Waffenkammer. Können wir ja mal gebrauchen. Hier auf dem Hügel. Lancier zieht sich zurück. Nö, der bleibt hier. Und die Gatling-Kanone geht nach Amsterdam. Und von dort aus wieder raus. Dann in Prida. Haben wir denn in Prida auch eine Waffenkammer? Nee. Kaufen wir. Weil wir damit jetzt einen Landsknecht auch kaufen können. Den finde ich gut und günstig. Zack, zack. Einheit befördern. Gegen Fernangriffe kann er sich gut verteidigen. Exone. So, langsam wird ein Schuh draus. Wo sind meine weiteren Kanonen? Wo sind die hin? Sind die schon da? Sind die weg? Bin ich blind? Pakal ist der Megas geworden.
Ja, lass uns anfangen. Gut. Oh, er hat auch Schützen. Armbrustschützen. Inquisitor. Aber das soll er keine Chance haben. Hoffe ich doch. Wir nutzen die Kraft des Fernkampfs für uns. Hier wird er nicht rüberschießen können. Deswegen probieren wir es erst gar nicht. Oh, das war teuer von Fortbewegungspunkten her. Aber nun gut. Gatling-Kanone kommt auch mit hoch. Kann man nicht mehr gebrauchen. Du bleibst da. Du folgst. Du hast... Doch, du kannst hier hin. Dann ist da Platz. Sehr gut. Und die Kanone-Kanone kommt auch mit. Die Kanone-Kanone. Jetzt kämpfen wir Zeit an Zeit mit Nibu. Wer hätte es gedacht? Aber Nibu, dann lass uns doch offene Grenzen. Episch. 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 Ah, oh, bringt das was? Sind wir denn im Minus? Nee. Hm. 30 Runden? Nicht weiß er nicht. Doch. Doch, ich glaube, dass wir 30 Runden noch warten können. Episch. Oh, will er gar nicht. Na gut, daneben nicht. Einheit. Hier. Hm. Jetzt, wo wir offene Grenzen haben, würde ich schon sagen, dass wir auch reingehen und gucken, mit was er so kämpft. Ne? Oh, nice. Er hat hier Genua, hat Gatling-Kanone am Start, um gegen Palenka auch vorzugehen. Militärwissenschaft ist auch nice. So, dann geht's los hier. Das ist ein ausgeglichener Kampf. Sollten außerdem in der Lage sein, dorthin zu schießen. Oder auch doch nicht. Okay. Super seltsam. Aber nun gut. Also mit den Fortbewegungspunkten. Nicht das, was ich mache. Was ich mache, ist nicht seltsam. Möchte ich behaupten. Auf den Hügel. In den Kog. Hier neben dran. Zack. Die Bohne. Nächste Runde. Das hört sich an wie ein großer General. Mein Wenn, der mein Övertygelse hat, den Uppgörelse kann gar mehr Gold pro Runde. 5. Oh, cool. 600 Gold. Dann lass uns doch in Preda noch ein, zwei Einheiten kaufen. Vielleicht keine Landsknechte, vielleicht gute. Lancier. Stärke 25. Hat halt überhaupt nichts gegen den Schützen mit 34, ne? Kloster mit Glauben kaufen. Hier ist Vorkommen von Räucherwerk. Wein bringt was. Nee. Für. Oh, Zoo, ja. Ja. Gehen wir zur Geld für den Zoo aus? Ich glaube schon. Wir sind wieder bei 5 Unzufriedenheit. Dann müssen wir was machen. Dann bau lieber. Eine Militärakademie wäre nice. Aber wir brauchen jetzt halt einfach mal straight die Einheiten. Und da kommt die Kavallerie ins Spiel. Da kommt die Kavallerie ins Spiel. Und nicht nur da, sondern auch hier. In Rotterdam. Hier oben sind mir ehrlich gesagt zu viel Einheiten. Wie er hier seine Einheiten verteilt, gefällt mir auch nicht. Da kann er hoffentlich nichts machen, ne? Ich glaube, ich bringe ihn hier nach Medan. Und hier stehen wir ja ganz gut. Hier sind wir ein bisschen verteidigt. Ja, hier muss mit in den Krieg. Ja, komm, das haben wir. Nichtsdestotrotz ziehen wir die Kanone zurück. Wollen sie ja nicht verlieren. Müssen sie ja auch nicht verlieren. Okay, er will TK angreifen, so wie ich das sehe. Soll er ruhig machen. Zack. Zack. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du doch da. Ah, gut, da ist ein Hügel vor dir, deswegen kannst du da nicht hinten runterschießen. Ist okay.
Ist okay so. Ja. Landsknecht kann plündern, muss er aber gar nicht. Kannst du mit ihm die Position tauschen? Ja. Kannst du mit ihm die Position tauschen? Ja. Und kannst du hier ums Eck gehen? Auch ja. Wir haben nur eine Einheit verloren. Wir haben ein Barbarenlager entdeckt. Da schau her. Neben Makassar, okay. Stehen wir direkt vor Palenque. Können wir hier plündern. Wir können hier und da plündern, wenn wir es richtig gut anstellen. Das machen wir auch. Dorthin kannst du... Kannst du auch nicht. 1, 2. Also wenn du mich fragst... Achso, du bist auch eine Gatling-Kanone. Upgraden können wir das nicht, weil wir nicht genügend Kapital haben dafür. Das würde 290 kosten für ein Lancier. Deshalb warten wir da noch. Und gehen hier ein bisschen zurück, um dann von hinten den Armbrustschützen anzugreifen. Da hast du aber ganz schön drauf bekommen, kleine Kanone. Dann geh mal nach Utrecht, um mich zu heilen. Wir nutzen hier die Kraft der Pfade und des Pferdes. Und hier plündern wir. Ja, 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 so sieht es nämlich aus. Jetzt haben wir ordentlich Gold und keine Einheit verloren in dieser Runde, weil wir es ordentlich gespielt haben. Dann freue ich mich darauf, euch nächste Runde wieder begrüßen zu dürfen. Wenn wir Palenque einnehmen, nachdem hier die ganze Armee nach Riga hoch ist. Von mir aus. Bis dann, euer Egonson.